Okay, dann zeigen wir nochmal, wie der Hummerschwanz ausgebrochen wird. Wir nehmen den Hummer, drücken den Panzer ein bisschen zusammen. Dann kann man das entweder so wegbrechen, oder wenn man es einfacher machen möchte, nimmt man eine Schere und schneidet den Hummer auf. Und geht dann hier noch mal raus. Die Schale immer auf für Soßen oder Fond. Die Abschnitte, was jetzt entstehen werden, die heben wir auf für eine Farce, für eine Hummerfarce. Wir werden den Hummer halbieren. So, damit wären wir fertig mit unserer Hähnchenroulade mit Hummer und Koriander. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.